Trick 17, 17 Uhr Nachhaltigkeitsziele, Uli ärgere dich nicht, ihr blickt nicht mehr durch, dann schaut euch dieses Video an. Trick 17 ist der Arbeitstitel für ein Projekt der KJB Augsburg, der katholischen Landjugendbewegung. Wir stellen euch jeden Monat eins der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele vor. Die Themen der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, nämlich Menschen, Umwelt, Frieden und Partnerschaften, sind sehr ähnlich zu den Zielen der KJB. Deswegen stellen wir euch jeden Monat ein Ziel vor. Verbunden mit der Vorstellung eines Ziels ist immer eine Gruppenstunde oder praktische Tricks und Tipps, wie ihr die UN-Nachhaltigkeitsziele in euren Alltag einbauen könnt. Was hat jetzt Uli Ärgerdich damit zu tun? Uli Ärgerdich ist ein Selbstversuch von mir im FSJ der Diözesanstelle. In dem Versuch unter der Voraussetzung von Ziel 11, nachhaltige Städte und Gemeinden, Augsburg so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, wie schaut es denn aus unter bestimmten Voraussetzungen, bestimmte Produkte zu finden. Der Selbstversuch soll nicht so ein hammermäßiges Beispiel sein, sondern so austesten, hey, wo sind meine Grenzen, wo gibt es Verbesserungen und wo ist einfach so eine Stadt einfach noch nicht nachhaltig genug. Da ja viele Mitglieder von der Landjugend auf dem Land wohnen und wir ja versuchen, euch ein paar Tricks und Tipps mitzugeben, wie ihr die 17 Ziele umsetzen könnt, werden wir versuchen, natürlich auch immer die Brücke zum Land zu schlagen. Hey, kann ich Produkte nach den Voraussetzungen auch auf dem Land irgendwie kaufen? Genau, wie sieht der ganze Selbstversuch aus? In der ersten Woche werde ich nur Bio-Produkte kaufen. In der zweiten Woche müssen alle Produkte, die ich kaufe, bio und regional produziert sein. Die dritte Woche wird dann, glaube ich, richtig schwierig. In der dritten Woche müssen dann alle Produkte bio, regional und plastikfrei sein. Das wird, glaube ich, eine richtig harte Challenge. Zusätzlich versuche ich nur bloß mit ÖPNV mich zu bewegen. Also heißt mit Bus, Bahn, S-Bahn, zu Fuß oder mit dem Rad. In der vierten Woche wird es dann noch ein bisschen schwieriger. Ich versuche bio, plastikfrei und regional in Würzburg. So, eine Stadt, wo ich nicht kenne, einfach zum Schauen, hey, wie komme ich klar, finde ich sofort alle Läden oder ist es viel schwieriger, wenn ich mich nicht auskenne. Der Ablauf der Woche wird dann immer gleich sein. Am Montag werde ich Lebensmittel nach den Kriterien einkaufen. Am Dienstag sind dann Hygieneartikel nach den Voraussetzungen dran. Am Mittwoch schaue ich mich um, hey, wo gibt es denn Klamotten oder Kleidung? Am Donnerstag gibt es dann schon so ein kleines Zwischenstandsvideo, hey, wie war es jetzt die erste Woche so bio zu leben? Und dann am Sonntag gibt es eben nochmal ein Video zu der Zusammenfassung der Woche und mit den neuen Regeln der nächsten Woche. Wie könnt ihr dabei sein? Auf Instagram werde ich immer mal wieder Stories posten beim Einkaufen oder bei irgendwelchen Live-Challenges. Und ihr könnt dann schreiben, hey, schau doch mal, gibt es das und das Produkt, zum Beispiel bio, plastikfrei und regional. Oder ihr könnt auch einfach mitmachen. Schreibt einfach unter die verschiedenen Kommentare rein, hey, ich habe das auch ausprobiert auf dem Land, da und da, funktioniert super oder funktioniert überhaupt nicht. Ich bringe keine Produkte für die drei Regeln her. Genau, wenn euch jetzt das Video gefallen hat und ihr wollt unbedingt auf dem neuesten Stand bleiben, dann abonniert jetzt den Kanal von KJB Augsburg, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns am Donnerstag zum kleinen Zwischenstandsvideo. Wie war es denn, die erste Woche bio zu leben? Die ersten 4 Tage.